So, dann legen wir los. Mache ich euch einen doppelten Cappuccino, beziehungsweise einen Espresso und einen Cappuccino. Genau. Mit 18 Gramm, in dem Fall Bella Italia, ist ein 70% Arabica-Bohnen aus Äthiopien und 30% aus Robusta, weil eben der Robusta hat relativ viel Creme. 18 Gramm gebe ich da rein. Kennt man das? Nicht zu wild. Dann haben wir da eine schöne Oberfläche. So, spülen wir kurz das Sieb durch. Genau. Einspannen. Doppelter Bezug. Das ist jetzt die Vorbrühfunktion, brüht kurz vor. Und dann wirst du sehen, dass nach 5 Sekunden, 6, 7 Sekunden läuft der Espresso. Kann ich mir kurz da ein bisschen ziehen, dass du das siehst. Also der ist jetzt relativ frisch, darum wirft er noch ein bisschen Blasen, der Espresso. Wenn jetzt die Röstung frisch ist, dann ist da noch CO2 drin und dann kommen noch ein bisschen Blasen durch, aber ist jetzt auch keine Hexerei. Gib die wieder mal weg. Und bei 37 Sekunden, wenn wir jetzt diese 7 Sekunden Vorbrühen wegrechnet, dann sind wir bei 30 Sekunden Espresso-Bezug. Und ja, nette Creme. So, dann müssen wir schauen. Sollte ja kein Problem sein. Hau rein. Ziehen wir ein bisschen Luft rein. Die Milchschaumdüsen hat 4 Löcher, also ist natürlich für Anfänger auch sehr praktisch, weil es das relativ gut rumwirbelt, die ganze Sache. Und das ist ja auch eines der wichtigsten Sachen, dass die Luft richtig vermengt wird. Genau, das war schon, dass dieser Whirlpool richtig die Milch rumwirbelt. Genau, habe jetzt da meine Milch und den Espresso, kleine Tasse, wie in Italien. Den ersten Schuss möchte ich mal kurz weggeben, das ist das dickere. Genau, und dann so ein schönes Blümchen. Haben einen wunderbaren Espresso und einen wunderbaren Cappuccino. Jetzt seht ihr die Maschine. Man kann richtig gut damit arbeiten. Ja, man braucht eh nicht viel dazu sagen. Lamazoco. Jeder, der irgendwo sich mit Siebträgermaschinen befasst, kommt irgendwann mal zu Lamazoco. Weil die einfach das Leben, dieses Dualboiler-System, also die machen nichts anderes. Und nichts anderes macht auch für mich einen Sinn, Espresso zu bereiten. Alles, was irgendwo Heat Exchanger, also dieses Durchlauf-Erhitzersystem, das erhitzt sie irgendwann einmal und dann verbrüht es den Kaffee und dann muss man das purgen, also durchlaufen lassen, dass sie das wieder runterkühlt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Da würde ich dann eher zu einer Single-Boiler greifen, weil hier habe ich wirklich eine konstante Temperatur und ich bringe mit der auch einen super Espresso raus. Ist natürlich dann mit Schäumen und so natürlich schwieriger mit einem Eingreiser. Genau, ich bin eben kein Fan von Durchlauferhitzersachen, weil das einfach Kompromiss ist. Und Lamazoco macht keine Kompromisse. Ist jetzt auch noch, darum ist die Dallacorte Super Mini. Die ist super zum Arbeiten, die Maschine, die nehme ich für Coffee Catering Einsätze momentan eben nicht, aber normalerweise. Und ist wirklich gut zum Arbeiten, hat einfach noch mehr Power, die hat 2,85 kW und die hat 2,2, 2200 Watt. Aber also Espresso-Extraktion ist natürlich bei der einzigartig. Also da kommt jetzt die Super Mini auch mit dran. Die könnt ihr jetzt aber dafür umso weniger für Coffee Catering einsetzen. Weil einfach die Dampfleistung, wenn man dann Teewasser braucht und wenn dann, weiß ich nicht, 20 Leute anstehen, wird es natürlich da schwierig. Da bräuchte man einen größeren Heizstab, aber in der Regel wird sie eh zu Hause verwendet. Und die war ja jetzt auch nur zu Hause im Einsatz. Und bei mir ist irgendwie
Ja, doch ein bisschen schade. Also dann viel Glück an den neuen Besitzer.